So, da unten ist... Genau, so ein Glubschauge. Da hinten waren wir, glaube ich, noch nicht. Nee. Jetzt haben wir hier ganz viele Türen und abgeschlossene Türen. Oh. Okay, also merke, hier unten in dieser... Oh. Hier unten in der Schlucht ist noch eine Tür, die Schlüssel braucht. Die es dann wahrscheinlich auch hier irgendwo geben sollte, oder? Hm. Back. Da. Da ging es langsam Richtung große Spinne. Also nicht die Skorpionfrau, sondern die große Spinne, die Laserspinne. Mit zwei Köpfen. Was so im Nachhinein ein wenig komisch klingt, aber ist halt so. In Dark Souls gab es schon wesentlich abgefahrener Bosse. Ich snipe euch mal runter. Ja. Immer schön wieder vorgehen, sonst kann ich euch nicht treffen. Ja. Secret? Nein. Oh, hier war genau die Jungs. Ah, ich hätte nicht schlagen sollen in die Luft. Weg. Back. Oh, das sind jetzt One-Hits, auch mit dem kleinen Spruch. Wieso? Ich habe ihn nicht gesteigert. Oh, ich habe den Stab einmal gesteigert, ha? Huh? Sehr komisch, okay. Ach, hier ist noch eine Tür. Stimmt. Ich hatte schon mal gesagt, erinnere dich dran, dass hier in der Schlucht noch eine Tür ist, die geöffnet werden muss. Use Brightstone Key. Oh, sehr gut. Oh, nicht gut. Da sind Spinnen drin. Ich sehe dein Beinchen. Oh. Na komm. Genau, komm mir entgegen. Alles gut. Oh. Keine Ladung mehr. Es werden immer mehr, es werden immer mehr. Heilen. Weg. Na komm. Weg. Ach, und da ist jetzt Loot oben drin. Na gut, das ist mir egal. Ich will nur gucken, was ihr hier beschützt habt. Brightstone Key. Eine Kiste. Eine richtige Kiste. Komm, Zauberstab, 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 Zauberstab. Oder eine Robe. Black Knight Ultra Great Sword. Okay. Ein großer Feuerball und ein Fire Seed. Das ist schon mal schick. Für unseren Pyromantieweg. Und das Black Knight Ultra Power Sword muss ich mir mal angucken. Da. Sieht stylisch aus. Ultra Großschwert, getragen von den Rittern, die den Lord des Lichts in einem lange vergessenen Zeitalter gedient haben. Also Gwyns Ritter. Selbst als ihr Fleisch verbrannt wurde von der Flamme, noch ein Indiz, dass es Gwyns Ritter sind, waren sie so stark wie eh und je. Und standen wacht, herausfordernd jeden Besucher zu ihrem Land. Ja. Was brauchst du denn Schönes für Attribute? Das kann ich hier auch nicht sehen, ne? Okay. 30 Stärke, 16 Dex. Nein. Aber definitiv eine schöne Waffe, wenn wir ein Krieger wären. So, was, warum, die andere Tür verstehe ich jetzt aber nicht. Wir haben einen Brightstone Key. Brightstone ist das Gebiet hier, oder? Ich dachte eigentlich, das wäre das Dorf da hinten, den Bauern, aber anscheinend... It's locked.
Was sieht man dahinter? Eine Truhe. Nee, ich wollte hier einschlagen. Nee, du bist eisengesichert und nicht verrostet und kein gar nichts. Bzzz. Wo könnte es hier noch einen Schlüssel geben? Also die Vogelfrau könnte eventuell auch irgendwas haben, was von irgendeinem Wert wäre oder so, aber ne, das sollten wir nicht tun. Definitiv nicht. Wenn sie göttergleiche Waffen herstellen kann, ist sie bestimmt nicht so wach, wollte ich sagen. Aber wie hat sie sich dann fangen lassen? Und wer hat sie gefangen? Oder hat sie sich einfach nur eingesperrt aus Versehen? So, whoops. Hab den Schlüssel vergessen. Kann mich bitte jemand rauslassen? Peinlich, peinlich. Kann ich jetzt von hier aus zurück in das andere Gebiet? Nein. Die Leichen fallen immer wieder runter. Also die Tür hinten links führt einfach nur hierhin zurück. Wie? Oh. Au. Wie kommen wir jetzt zurück in zum Anfang des Gebiets? Ja, hier geht's wieder hoch. Das will ich aber gar nicht. Ich würde gerne wieder dahin, wo dieser komische Sandstrudel ist. Das müsste von da oben irgendwo gewesen sein, aber das ist nur ein Einwegweg, hm? Ja. Gut, können wir nicht. Das heißt, ich benutze einen Heimkehrknochen. Und guck dann jetzt nochmal, ob wir dieses Twinkelding erwischen können. Und vorher hole ich mir diese Homing-Geschichte, also die zielsuchenden Seelenpfeile. Attunes Bells, du weg. Barrage von zielsuchenden Homing-Dingern. So, und hier gehen wir jetzt runter, machen vor der Tür die Homing Soul Mass, wechseln dann auf das Ratter Ratter Ding Ding. Ratter Ratter Ding Ding. Und laufen um die Ecke. Und schießen auf. Lalala. Aber es funktioniert. Also die über unserem Kopf schwebenden, zielsuchenden Dinger haben schon mal alle getroffen und eventuell das Ding auch gekillt. Wenn ja, ist der Loot jetzt weg, richtig? Ich denke schon. Okay, noch einmal. Nicht runterfallen dieses Mal, bitte. So. Wo ist es hin? Weg. Ja, okay. Au, au. Ich bin gleich wieder tot. Lauf, 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 lauf. Au. Au, Teilspot. Überall kommen Gegner. Weg. Ich würde mich nur gerne ausruhen. Au. Wer macht so einen Aufruhr? Ernsthaft, wer kann da so komisch zaubern? Du da oben? Ja, hier muss ich mich definitiv nochmal genauer umgucken. Au. Wenn ich dann irgendwann mal eine ruhige Sekunde finde, wo ich überleben dürfte. Okay. Twinkelding lebt noch. Viel zu viele Gegner leben noch. Das müssen wir schrittweise angehen. Ich bin schon ganz schön häufig gestorben. Also, wir wollen das Twinkelding töten. Dann wollen wir uns eine sichere Ecke suchen und dann wollen wir alles andere töten. Und wir müssen es auch in der Reihenfolge machen. Wir können nicht zuerst die anderen Viecher töten. Die zielsuchenden Flächenpfeil Wuseldinger dauern zu lange. Also mache ich jetzt den hier und dann nehme ich die ganz kleinen.
Na, komm schon. Und weg ist er. Ah, jetzt nicht gut. Bin ich hier sicher? Nee, ne? Nee, okay. Jetzt könnte ich theoretisch, weil es hier eh nicht geklappt hat, erstmal mache ich nochmal so ein Holding, weil da unten gleich ein Boden kommt. Genau, geh weg. Tür auf, damit ich einen Rückzugsort habe. So, jetzt müssen wir hier unten nach und nach aufräumen. Und ich hätte vielleicht... bessere Idee. Wir gehen zurück zum Leuchtfeuer. Wir gehen nach Majula. Wir benutzen die beiden Estus Flask Shards. Wir benutzen einen Human Effigy. Und dann gehen wir das Ganze nochmal ein bisschen ruhiger an. Weil jetzt immer wieder reinzulaufen und immer wieder zu sterben, ist nicht so wirklich toll. Und unser Seelenhaufen bleibt da auch liegen. Also ja, da könnte sich definitiv noch irgendwo ein Gebiet verstecken, wo der Schlüssel ist für die eine Tür weiter hinten. So, du. Ist das ein Schock? Hier, um zu sehen, Licht. Aber... Es sind sogar zwei. So, nochmal. Genau. Raus. So, jetzt hätte ich gerne dich benutzen. So. Irgendwas Neues hier auf dem Marktplatz? Nee. Okay, und jetzt gehen wir da zurück. Travel. Unter was fällst du? Brightstone Cove. Nee, ich glaube, Dawns of Pharos. Doch, das muss der letzte hier sein. Chapel Threshold. Ja, ist richtig, okay. Also, Brightstone Cove, nochmal. Das war viel zu früh. Wie war das mit noch einmal durchatmen und das Ganze dann richtig angehen? Warum haben wir jetzt schon nur noch vier? Das ist komisch. So, also ich laufe gleich runter. Bis zu dem Punkt, wo ich weiß, dass er anhalten wird. Warum machen meine Kopfpfeile nichts? Da! Gleich nochmal. Ist mir egal, dass ich jetzt 300 Seelen dafür ausgeben muss, oder was? Das fand ich sehr doof. Also wir standen direkt davor. Er war definitiv in Nahkampfreichweite. Wir hatten ihn im Ziel und trotzdem sind die Geschosse über meinem Kopf nicht auf das Ding losgegangen. Okay, also die da und dann doch größere Geschosse. Die da. Dann machen wir gleich die ganz großen. So. Komm. Die bringen gar nichts, die Dinger über meinem Kopf. Nochmal. Und vor allem ist auch die Wand da im Weg. Das heißt, man trifft auch manchmal die Wand. Das ist nicht so schön. Ich denke mal, als Nahkämpfer hat man es hier wesentlich einfacher. So. Ich könnte versuchen, ihn einmal zu erwischen, bevor er auf die Plattform runterfällt. Ich glaube, das mache ich auch mal. So, jetzt. Ja, sehr gut. Gib mir deinen Loot. Gib mir schnell deinen Loot. Chunk und Dragonbone. Sehr gut. Okay, jetzt dich aktivieren. Einmal dich runter und jetzt hier unten töten. So, dann die ganzen Magier hier. Die sind ein Problem. Oh, die Tür ist... Oh. Hier drin ist... Tong, Tong, Tong. Spiel Ping-Pong mit mir. So, Spinne weg. Weg, 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 weg. Estus Shard. Flash, was auch immer. Trink. So.
Okay. Snipern und von hier aus die Magie ausschalten. Das große sollten wir nehmen. So nicht in das Loch da hinten rein. Also immer schön nach dem Zaubern. Also nach zwei Schüssen gucken, ob wir näher rangehen. Nö, nee, fühlen wir nicht. Okay.